Hallo meine Lieben, ja, ich habe ein Action-Haul und zwar war ich total spontan. Eine Freundin von mir musste einkaufen und ja, da habe ich dann spontan mal ein paar Sachen gefunden. Und ja, ich wollte eigentlich kein Video dazu machen, aber ich dachte, ach komm. Weil da sind auch Wundertüten bei und oh, die wollte ich einfach mal mit euch zusammen auspacken. Und ja, was hier rumliegt, da sind natürlich auch Sachen für welche und aber das ist mir jetzt, wie sagt man so schön. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Teddy dabei. Aber ich hau das jetzt einfach mal komplett so zusammen. Und zwar habe ich als erstes Sticker gekauft. Die haben 39 Cent gekostet. Und zwar einmal mit den Obstfrüchten, sag ich jetzt mal. Und die sind so niedlich. Auch mit den Wackelaugen zum Teil. Und ja, davon habe ich fünfmal mitgenommen. Dann habe ich einmal die süßen Schmetterlinge mitgenommen, die auch glitzern. Und ja, davon habe ich viermal mitgenommen. Ich dachte auch fünfmal, aber na gut, da waren das viermal. Und fünfmal von diesen Meerjungfrauen, weil ich stehe auf Maritim und ich finde das so niedlich, auch mit der Muschel hier unten. Oh, guck mal, wie süß. Ja, ich finde die total toll. Und ja, ich will mal gucken, was ich damit mache, weil definitiv Miss Maritim für hier oben, ne, an der Küste geeignet. Und ja. Dann habe ich einmal mitgenommen diese Herzfilz. Ja, 200 Stück sind da drin. Oder die Filzherzen. So. Sticker. So, jetzt haben wir es. Habe ich mitgenommen. Und weil die, ich glaube, die Sterne, die habe ich schon. Und ja, die mussten jetzt auch nochmal mit. Und die waren aber auch nicht teuer. 49 Cent, glaube ich. Dann habe ich mir noch einmal für 55 Cent diese mitgenommen. Das war, glaube ich, auch das letzte Päckel. Die anderen, ich habe zwar immer die hier. Aber manchmal sind die auch echt. Nee. Ja, die finde ich stabiler, deswegen habe ich die jetzt einfach mitgenommen. Dann lasst mich mal lullen. Ja, gab es ein bisschen Weihnachten, ein bisschen, wirklich ein bisschen Weihnachten. Und zwar solche Clear Stamps mit Die Cut. Und zwar diese hier. Und zwar haben wir einmal mit Merry Christmas, einmal Weihnachtsstern. Hier haben wir auch ein Merry Christmas. Hier haben wir, oh, wie sagt man dazu? Ach, keine Ahnung. Und der sind als Die-Cut. Dann haben wir einmal den Pullover. Ich meine, gut, der ist jetzt nicht so. Ich habe den jetzt wegen dem hier mitgenommen. Und den da, so ein kleiner süßer Lebkuchenmann. Und die Tasse Kaffee. Aber die Kaffeetasse, die kann ich ja auch anderweitig benutzen. Den werde ich mir, glaube ich, mal rausschneiden. Wie wenn ich mal meine Mädels. Ah, nee, das ist jetzt. Nee, das ist einfach nur. Na, wenn ich meine Mädels halt zum Kaffee einlade, finde ich das auch immer schön. Und den hier. Da gab es noch andere, aber die haben mir jetzt nicht so gefallen. Einmal mit dem Geschenk, einmal mit dem Weihnachtskugel, mit der Weihnachtskugel, mit dem Tannenbaum und dem Schneemann. Der Schneemann ist als Die-Cut. Und ja, die durften mit für 1,59. Dann habe ich mitgenommen die hier. Das sind die beiden einzigen, die ich mitgenommen habe. Und einmal mit Sprüche, einmal To-Do, einmal Montag bis Sonntag und dann zum, keine Ahnung, na, für Planner halt, ne? Und dann mit Januar, Februar bis Dezember. Dann haben wir Montag, Dienstag und so weiter. Dann haben wir hier, also November, September. So, und dann halt einmal diese, wo man selber reinschreiben kann. Ja, die fand ich ganz toll. Die habe ich mir mitgenommen. Dann, was haben wir sonst noch? Oh, ein Äppchen gekauft. Dann habe ich mir die nochmal mitgenommen. Für irgendwas bei 90 Cent. Keine Ahnung.
Und die hatte ich mir mitgenommen für. Für. Na. Adventskalender. Hatte ich mir auch noch mal mitgenommen. Dann habe ich mir für mich ein Tuddy Teddy. Ja, ein Tuddy Teddy habe ich mir mitgenommen. Das ist ein für 2019, einfach ein für mein Handtäschchen. Und ich fand ihn so niedlich. Der durfte auch mit. Für 1,09 € glaube ich, oder sowas. Oder 89 Cent, irgendwas so in dem Dreh. Und ich stehe auf Ringbücher. Ich stehe da so drauf. Und ja, fand ich total cool. Ich habe jetzt, also der ist jetzt für unterwegs. Ich habe ja einen schon für mein YouTube. Ja. Dann habe ich einmal den hier gekauft. Den hatte ich schon aufgemacht, weil da war ich total entsetzt. Weil hier steht ja Metallic Black und Metallic White. Also schwarz und weiß in Metallic Tönmarker. Und da sind zwei weiße drin. Und ich meine, das stört mich jetzt nicht, ne? Weil weiß kann man ja immer gebrauchen. Allein schon, weil man ja überwiegend Weihnachten oder für Lichteffekte und also die ist nicht weg, ne? Also, weil schwarz hat man ja. Und bin ich jetzt nicht böse drum. Also ich habe die Packung gekauft wegen den beiden weißen. Das war jetzt ein gesuchter, aber ich fand das von der Verpackung. Das habe ich erst zu Hause gesehen, dass da ja Black stand. Merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig. Ja, dann hatte ich mit einer Freundin, den habe ich von der Freundin bekommen. Ist das nicht was niedlich? Den hat sie mir geschenkt. Weil ich war ja gestern mit einer Freundin unterwegs. Ja, der ist dann auch noch mal drin. Dann hatten wir uns noch. Was hatten wir noch? Das andere ist alles aus dem Teddy. Das zeige ich euch gleich. Auf alle Fälle habe ich hier noch zwei Wundertüten gekauft von Disney. Ich liebe Disney. Ich meine, ich habe noch andere Sachen gekauft. Das ist aber für die liebe Michelle und für die liebe Niki zu Weihnachten. Das zeige ich natürlich nicht. Wir wollen ja hier keine Überraschung kaputt machen. Aber guckt mal. Und die haben, glaube ich, 92 Cent oder sowas gekostet. Und da schauen wir mal gemeinsam rein. Ich fand die so niedlich. Und zwar haben wir hier drin. Oh, sind die nicht. Ich finde die so schön. Und da haben wir drinne einmal eine Maske. Cool. Ui. Das ist eine Maske. Hier ist das Band dazu. Kann man sich anmalen. Hier sind die Stifte dazu. Nur für die Haare, fürs Kleid, für die Haut. Was hast du denn lila, Schätzchen? Was an dir ist denn lila? Ach, der Hintergrund. Alles klar. Ja, super, finde ich total cool. Dann sind hier, das sind Sticker. Ja, das sind wohl Sticker. Aber solche 3D-Figur zum Aufstellen. Ist das wohl? Aber das ist doch ein Sticker hinter. Da. Das klebt doch. Kein Plan. Auf alle Fälle sind das Sticker. Und die sind total schön. Die finde ich echt toll. Die werde ich mir auch wegpacken. Meine Disney. Also ich bin im Überlegen, ob ich mir so ein Disney-Album mache. Dass ich, weil ich liebe ja Disney. Und es gibt ja welche. Die stehen auf Kawaii, es gibt welche, die stehen auf Gorgeous und was weiß ich nicht alles. Und ich bin am Überlegen, weil ich ja Disney, ich kann mich manchmal überhaupt nicht entscheiden, auf Cinderella oder auf Ariel oder halt Belle oder ich kann mich da überhaupt nicht entscheiden. Und ich mache, glaube ich, mal so ein Disney-Album. Ja, ich glaube, da hätte ich Bock drauf. Und wir haben natürlich Ariel, mal gucken. Nee, nicht Ariel, Belle. Mal gucken, was wir hier drin haben. Das ist Müll. Aber mein Mülleimer, der quillt schon so über. Weil ich in letzter Zeit so viel weggeschmissen habe.
Und da haben wir. Gucken. Und da haben wir auch wieder diese Aufstelle, also in 3D. Also so ein 3D-Aufsteller, so sieht der von Belle aus. Total süß, ne? Denn das in Karte, das kann man ausstanzen. Was haben wir denn da? Also den Aufsteller. Dann haben wir. Ach so. Das heißt, hier ist eine Folie, die kann ich abmachen. Und dann kann man das mit Glitzer bestreuen. Das ist ja auch cool. Das Glitzer ist herrlich, ne? Guckt euch das mal an. So fein. Und ich glaube, das Glitzer werde ich anderweitig benutzen. Weil ich die einfach ausstanze. Beziehungsweise abmache. Und die werde ich mir dann halt in mein Album kleben. Ja. Die sind süß. Die finde ich toll. Ja, das war in dem drinne. Das war jetzt der Action Haul. Oder das war jetzt Action. Und ich habe noch ein bisschen Teddy. Und die waren auch für 10 Cent die Artikel. Da habe ich jetzt einfach... Außer einmal waren 50 Cent. Das waren die Knöpfe. Die fand ich so niedlich. Die musste ich unbedingt haben. Die haben 50 Cent gekostet. Das sind... 15 Stück drin. Ansonsten habe ich wieder diese Packs mitgenommen. Viermal. Ja, viermal für 10 Cent. Fand ich auch gut. Ich glaube, das werden meine Rohlinge, weil es ist ja Weihnachten. Wenn ich. Ich glaube, da werde ich solche. Embellishments machen. So weihnachtliche Embellishments werde ich daraus machen. Dann habe ich mir einmal so eine Tafel mitgenommen. Kann man sich ja auch überall reinklackeln. Und dann ne, Post für dich oder keine Ahnung. Für diese Candy Pops da. Dann für eine Freundin, die Tochter, die ist so an Frozen. Habe ich für 10 Cent. Da sind 4 solche Einladungskarten drin. Ja, den bekommt eine Freundin. Irgendwas hatte ich schon mal an Frozen. Das bekommt sie natürlich mit. Dann habe ich einmal solche, so einen Verschluss. Für 10 Cent. Schade, dass der nur einmal war. Hätte ich sonst noch mal mehr mitgenommen. Aber für 1 Euro so ein Verschluss. Also mal ganz im Ernst. Aber für 10 Cent ist das in Ordnung. Und eine Dose. Und die Dose, die ist natürlich auch schon verplant. Da wird natürlich, das geht in eine, nicht in eine Tauschpost, sondern in eine, ja, Weihnachtspost. Ja, die ist auch verplant. Und eine Verpackung an sich, ich gucke ja gerne mal Verpackung, weil, ja, ich verschenke auch gerne so in Verpackungen. Alles andere finde ich dann immer so langweilig. Und dadurch, dass ich jetzt so kein Verpackungskünstler bin, leider, muss ich mich halt anders behelfen. Ja, da habe ich mir die mitgenommen. Und nochmal so ein Stickerbogen mit 8. Für 10 Cent habe ich gedacht, ist völlig in Ordnung. Sehen zwar nicht so optimal gut aus, sag ich jetzt mal, aber sind 8. Oder Unendlichkeitszeichen, wie das hier zum Beispiel. Ne, packe ich mir weg. Für 10 Cent ist das völlig in Ordnung. Für 1 Euro hätte ich mir das jetzt auch nicht mitgenommen. Aber für 10 Cent war das völlig in Ordnung. Ihr Lieben, das war mein Action und Teddy Haul. Ja, also jetzt war es jetzt erstmal wirklich. Jetzt habe ich mich genug anfixen lassen. Aber das ist echt schlimm. Ja, wie gesagt, einiges ist dann noch dabei. Das geht aber in. Das wird aber zu den Weihnachtsgeschenken und. Ja, ich freue mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Da zeige ich euch das nochmal alles in einem Blick. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssi.